So, wir haben ein Blatt vorbereitet. Ich klicke noch auf 1, damit ich die Spalten, welche ich nicht brauche, ausblenden kann. Und jetzt denke ich mir, ich brauche Übernahmen. Und zwar, ich brauche Folgendes. Zielbereich, da muss ich Inhalte aus Spalte A übernehmen. Ich will nicht noch einmal abschreiben. Zweitens, ich sollte Budgetreservensatz aus dem Blatt Basiswerte hier übernehmen. Wie geht das? Ganz einfach. Ich beginne mit Zielen. Ich sage so, hier muss das Gleiche stehen, was hier steht. Enter. Und jetzt, das ist relativ interessant, diese Übernahme. Wenn ich jetzt hier statt Venedig Murano schreibe, Enter, dann Spalte B passe ich automatisch an. Übernahme ist dynamisch. Hätte ich das kopiert und eingefügt, dann wäre das wie auf den Beton gegossen. Aber auch ein bisschen tot. So, ich gehe zurück auf Venedig. Und es funktioniert. Gell? Gleichzeichen, Klick auf die Zielzelle, Enter, fertig. Und jetzt, weil wir das immer wieder machen müssten, dass es immer nach unten nach links übernahme, drum mache ich Klick, Klick, Datenreihe ausfüllen, zack, noch hier muss Muen wieder mal übernommen werden und es ist gemacht. Es ist schnell und effizient. Das funktioniert innerhalb von einem Blatt. Jetzt zwischen zwei Blättern, Gleichzeichen, Klick auf 5%, Enter, funktioniert auch. Wichtig ist, ich sollte nicht Folgendes machen. Ich sollte nicht Gleichzeichen, Basiswerte 5% und dann zurück auf Übernehmen. Weil jetzt Basiswerte B5 wird ersetzt durch S2 Übernehmen. B5, also Wien. Und das ist Quatsch. Schups. Basiswerte 5%, Enter und Tschüss. Die Übernahmen sind gemacht.